Seit mehr als 2000 Jahren ist es üblich, dass Pferde mit Hufeisen beschlagen werden. Der steirische Tierschützer Karl Forstner hat nach jahrelangen Versuchen einen Pferdehufschutz aus Kunststoff entwickelt und der sorgt mittlerweile weltweit für Furore. Seit kurzem wird dieser Schuh für Pferde in Tirol produziert. Auf einem Pferdehof im steirischen Deutsch-Schweistritz trifft sich regelmäßig eine Runde von Pferdefreunden. Hauptthema ist der von Tierschützer Karl Forstner entwickelte Hufschutz für Pferde. Heute begutachtet er Pferd Lisa. Trotz ihres Alters hat die Stute schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich und war entsprechend schwierig im Umgang. Lisa ist eine 7-jährige junge Stute und sie hat in ihren jungen Jahren eigentlich schon relativ viel Pech gehabt. Sie hat relativ früh eine Hufbeinabsenkung gehabt. Sie hatte vor 3 Jahren leider auch einen schweren Sehnenschaden wegen einem Koppelunfall. Und sie hat jetzt diesen Winter auch eine kleine Winterlaminitis. Das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Entzündung im Huf, die das Gehen einfach enorm schmerzhaft macht. Ohne gesunde Gliedmaßen ist ein Pferd kaum überlebensfähig. Verletzungen oder Erkrankungen der Beine sind daher häufig der Grund, dass Pferde auch in jungen Jahren getötet werden müssen. Mittlerweile haben wir jetzt den Hufschutz da 10 Wochen drauf. Und jetzt geht eigentlich schon alles wieder. Sie kann wieder galoppieren, sie kann wieder laufen, sie kann über kleine Hindernisse springen, sie kann über gefrorenen Boden gehen, sie kann über spitze Steine gehen. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Dem Erfinder der Pferdeschuhe ist die Freude über gesundheitliche Verbesserung des Pferdes deutlich anzusehen. Und Pferd Lisa zeigt bereitwillig, was es alles kann. Der Fortschritt ist erstaunlich. Wir Menschen sagen immer, dass das für die Pferde ist kein Problem, wenn es mit Hufeisen geht. Jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere das selbst einmal aus und habe mir da so ein Eisen raufgeschmiedet auf den Schuh. Und dann bin ich mal ein paar Kilometer so gelaufen. Und das war ziemlich anstrengend. Dass du das spürst, wie das prallt oder was das Eisen? Ja, genau, das war der Versuch. Das ist mir jetzt klar. War sehr unangenehm, ja. Am Anfang geht's und dann wird es immer schlechter. Ja. Um die Pferdeschuhe richtig zu befestigen und auch wieder abzunehmen, gibt es online entsprechende Anleitungen, aber auch Workshops. Der erste dieser Art für Hufschmiede, der bereits ausgebucht ist, findet bereits im März statt. Denn gerade Hufschmiede kennen das dramatische Schmieden des glühenden Eisens auf dem Pferdehuf. Also wir haben da so Pilzkopf-Klettverschlüsse und der wird auf den Huf aufgeklebt. Und dann kommt der Hufschutz drauf und dann klippen wir das fest zusammen. Ruck. Dann kann ich ihn so noch gut gleich drehen. Also beim ersten Mal muss ich diese Clips jetzt anschlagen, damit die überall satt am Huf anliegen. Dann kann sich der Huf da drinnen überhaupt nicht mehr bewegen. So sieht man es, wie die rangehen. Und sobald ich den jetzt da anklipse, haltet der dann auch schon. Schon im vergangenen Herbst bei den ersten Geh- und Laufübungen der Pferde mit dem neuen Hufschutz zeigten sich die Tiere auch bei Extremsituationen entspannt und auffallend trittsicher. Aber auch die Schuhe hielten allen Anforderungen stand. Die Freude darüber war bei Mensch und Tier unübersehbar. Pferde haben die ganz gleichen Knochen, Sehnen, Bänder wie wir Menschen auch. Und deswegen ist ein Material, das wir verwenden, zum Beispiel Kunststoff, also Polyurethan, wie wir bei unseren Laufschuhen haben, auch das richtige Material für die Pferde. Und damit laufen sie besser. Und an diesem Thema bin ich seit über 20 Jahren dran. Die zum Pferdehof gehörige Reithalle wird gern von Springreitern genutzt. Und auch hier kommen immer wieder Pferde mit dem neuartigen Hufschutz zum Einsatz. Wenn man auf einem Pferd reitet, das Hufeisen drauf hat, dann ist es ein relativ hartes Gefühl beim Reiten. Und wenn man jetzt einen weichen Turnschuh hat, einen Pferdeschuh, dann merkt man richtig, wie das Pferd auch auf hartem Boden gerne geht. Also normalerweise wechselt das Pferd immer gern zu weichem Boden und da bleibt es ganz locker. Und wie mit unseren Turnschuhen kann es ganz locker auf hartem Boden auch traben. Und dann merkt man die Freude beim Pferd.